Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, so schnell kann es gehen. Gerade eben die letzte Folge abgedreht. Kurz Kind von der Schule abgeholt. Mittags um 12, weil sie früher Schluss hatten. Und schon ist Tamriel stockdüster und mitten in der Nacht. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir noch alles sehen können. Ah, da seid ihr ja. Geht rein und sprecht mit Kapitän Kalin. Findet heraus, was auf See geschehen ist. Ich brauche erst einen klaren Kopf. Okay. So, Captain Kalin, das ist die. Das heißt, wir reden erst mit den anderen. Saji ist froh, euch zu sehen, Wanderin. Doch es wird kein Wiedersehen mit der perfekten Sprung geben. Sie ist fort. Und diesmal für immer. Dieser schreckliche Sturm war ihr Ende. Und das ist nicht das Schlimmste. Saji hat auch noch Königin Airen und Casca verloren. Könnt ihr mir erzählen, was draußen auf See geschehen ist? Saji muss gestehen, dass er in seiner Kajüte schlief, als der Sturm aufkam. Er erwachte, als kaltes Wasser in sein Bett stieg. Das Nächste, was Saji weiß, ist, dass er von seltsamen Rittern aus dem Wasser gefischt wurde. Das ist die Rettung, dachte Saji. Dann haben sie ihn gefesselt. Ihr wurdet vom Orden der Emporstrebenden aus dem Wasser gefischt? Von den lästigen Rittern, ja. Saji hörte einen Befehlshaber reden. Sie nannten ihn den Fürsten. Er war wütend, dass die Allianzanführer nicht mit Saji angespült wurden. Saji konnte das Gesicht des Fürsten nicht sehen, doch er sprach wie ein bretonischer Adliger. Saji konnte es hören. Was ist mit Königin Airen? Saji hat Königin Airen verloren. Und den ersten Maat Casca auch. Der Wind und die Wellen müssen sie an einen anderen Ort getragen haben. Der Fürst und der Magus, der Anführer des Ordens, sie haben geschworen, alle Strände zu durchkämmen, bis sie gefunden ist. Und die anderen auch, denkt Saji. Zuzu oder so. Ich danke euch für meine Rettung. Ich glaube nicht, dass der Orden der Emporstrebenden mich noch brauchte. Als man merkte, dass ich nicht sagen kann, was aus Prinz Irnska geworden ist, schleifte man mich wieder in diese Zelle. Erinnert ihr euch daran, was draußen auf See geschehen ist? Ich erinnere mich daran, wie an die kleinen Wellen auf meinem Lieblingsteich. Ein Sturm kam ohne Warnung auf. Mein Schiff wurde gegen die Felsen bei Aminos getrieben und zerschellte. Wir alle wurden ins Meer geschleudert. Als wir das Ufer erreichten, schnappten uns diese abtrünnigen Ritter. Was ist mit Prinz Irnska geschehen? Ich habe nicht gesehen, was aus ihm wurde. Er war vielleicht in einem anderen Teil des Schiffs gefangen, der weggespült wurde. Oder vielleicht hat ihn die Strömung an einen anderen Bereich der Küste getragen. Oder er ist vielleicht ertrunken. Ich weiß, dass es vielen aus meiner Mannschaft so erging. Na, aber nicht den Argoniern, will ich hoffen. Die Argonier sind dafür bekannt, dass die sehr gut schwimmen können. Witzig. Als wir uns zum ersten Mal trafen, musstet ihr aus dem Wasser gefischt werden. Nun sieh sich einer uns an. Ich schulde euch großen Dank. Und ich schulde Hafenmeister Arnaud etwas ganz anderes. Ich besuche Hochinsel oft und hatte Arnaud für einen Freund gehalten. Pah! Erinnert ihr euch daran, was auf See geschehen ist und wie ihr in den Krypten gelandet seid? Ein Magier in Rüstung und eine Bande Raufbolde warteten bei den Untiefen. Sie knüppelten alle nieder, die es an Land schafften. Hafenmeister Arnaud tauchte auf und ich dachte, wir wären gerettet. Doch der Magier, der Stimme nach zu urteilen, ein bretonischer Adliger, bezahlte ihn dafür, dass er sich umdreht und geht. Ganz langsam. Was geschah, bevor ihr an Land gespült wurdet? Wir waren kurz vor der Landung, als ein großer Sturm wie aus dem Nichts losfegte. Ich suchte nach dem Licht auf der Gonfalon-Odde, doch der Leuchtturm war dunkel. Wir wurden natürlich weggefegt und auf den Felsen zerschmettert. Ich habe Großkönig Emmerich aus den Augen verloren, es aber selbst irgendwie an Land geschafft. Wisst ihr, wo Großkönig Emmerich und die anderen Anführer jetzt sind? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keinen Königlichen gesehen, als ich ans Ufer wartete. Und ich gelangte als Letzte von meinem Schiff an Land. Die Ebbe setzte ein, als ich hinüberschwamm. Niemand sonst wurde nach mir angespült.
Ich fürchte, ihr werdet den Großkönig nicht in den Untiefen finden. Achso, ich dachte, die Fürstin kommt jetzt rein oder so. Kann man? Ja, kann man. Nehmen wir doch direkt mal mit. Ja. Fürstin, wo seid ihr? Und wo ist meine Stimme hin? Hier drüben, Teure. Wir haben viel zu tun. Ich liebe diesen Anblick. Ist der Koloss nicht ein wunderbarer Blickfang? Allerdings lindert er auch nicht meine Unruhe. Irgendwie hat der Orden der Emporstrebenden nicht nur von unseren geheimen Friedensverhandlungen erfahren, sondern auch davon, dass die Allianzanführer daran teilnehmen würden. Wenigstens haben sie Großkönig Emmerich, Königin Iron und Prinz Irnsgar bisher nicht. Und wir auch nicht. Wir wissen nicht einmal, ob sie noch leben. Aber wir müssen hoffen. Eure Hilfe war von unschätzbarem Wert, meine Teure. Und ihr habt euch jedes Goldstück verdient, das sich in diesem Beutel befindet. Wir werden die Allianzanführer finden und den Orden demaskieren. Das müssen wir. Und wir erhalten eine zweihändige Axt, entschlossen vom Set Mut der Standhaften. So wie der Koloss über die Bucht wacht, sollte ich für die Sicherheit der Allianzanführer sorgen. Ich habe versagt. Doch zumindest befinden sie sich nicht in den Händen des Ordens der Emporstrebenden. Zumindest noch nicht. Was hatten Kapitän Kalin und die anderen zu sagen, meine Teure? Die Kapitäne glauben, die Anführer des Ordens sind bretonische Adlige und die Delegierten wurden nicht an die Küste gespült. Bretonische Adlige? Ja, dasselbe hörten wir, als der emporstrebende Fürst und sein Magus in der Krypta sprachen. Damit lässt sich etwas anfangen. Und falls die Allianzanführer nicht in den Untiefen aufgetaucht sind, müssen wir anderswo suchen. Was noch, meine Teure? Kapitän Kalin sah, wie der Hafenmeister Gold vom Magnus annahm, als man sie gefangen nahm. Nun, das ist doch mal eine Spur, der wir nachgehen können. Ich würde mich gern mit Hafenmeister Arnaud darüber und diverse andere Themen unterhalten. Ich verabscheue es, wenn man mich belügt. Und er tat es mit solcher Überzeugung. Ihr seid immer noch in Anstellung, meine Teure. Möchtet ihr euch mir anschließen? Ich helfe euch, Hafenmeister Arnaud zu verhören. Das Haus des Hafenmeisters überblickt den Hafen im Westen. Jakan und ich werden euch dort treffen. Erst Quentin, jetzt das. Ich weiß kaum noch, wem man trauen kann. In Zeiten wie diesen nehme ich mir einen Moment Zeit, um beim Anblick des Kolosses im Hafen meine Gedanken zu ordnen. Erzählt mir von dem Koloss im Hafen. Er ist eines der Wunder des Archipels, meine Teure. Die Einwohner sind sehr stolz auf ihre Statue, auch wenn nur wenige von ihnen die wahre Geschichte dahinter kennen, wen sie darstellt. Ich mag ihn auch. Einer der Gründe, weshalb ich das Herrenhaus gekauft habe. Ein atemberaubender Ausblick. Wen stellt er dar? Der Koloss von Gonfalon ist Baron Admiral Benduolo, auch wenn die meisten Leute vom Festland ihn als den kolovianischen König von Anvil kennen. Um 2260, in der ersten Ära, gründete er die Flotte aller Flaggen, um sich an den Krecken für die thrassische Pest zu rächen. Die Flotte aller Flaggen? Die größte gemeinsame Seemacht in der Geschichte Tamriels. Schiffe aus allen Nationen und allen Provinzen waren an ihr beteiligt. Und viele der Schiffe wurden direkt auf Hochinsel gebaut. Die Flotte brach von hier aus auf und brachte Verderben über Thras für dessen Verrat. Und was hat das alles mit unserer Suche nach den vermissten Allianzführern zu tun? Nichts, meine Teure. Aber ihr habt gefragt. Fürst Baccaro hat Hochinsel allerdings aufgrund dieser Historie für die Friedensgespräche ausgewählt. Die Flotte aller Flaggen erinnert an eine Zeit, da verzweifelte Völker sich für eine gemeinsame Sache zusammenschlossen. Er hofft, die Delegierten genau dazu inspirieren zu können. Nun gut, geh zum Haus von Hafenmeister Arnaud. Das wird mir doch hier angezeigt. Diese Fürstin Arabelle, meine Güte. Ich muss wohl eines dieser Bücher über Ermittlerin Vala lesen. Jetzt fängt hier auch schon damit an. Also, ganz ehrlich, den Kommentar kannte ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich Funke, doch Funke hatte ich damals, als ich hier war.
Aber den Kommentar kannte ich definitiv noch nicht. So, jetzt sind wir oben und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Wir schauen nochmal. Wir müssen da unten hin, also komplett drüber. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mich mal kurz auf den Weg und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Ja! Kostentiere, eklig, eklig, verschwindet! Rettung naht! Lasst ihr nicht an mich herankommen! Ihr habt mich gerettet! Diese Krabben, sie wollten meine Beine mit ihren... Wie? Nicht noch eine! Ja. Nein! Nicht noch eine Krabbe! Ich weiß. Das passiert immer wieder. Aber sie hatte die Korvax. So, irgendwo hier müssen wir hin. Geht zum Haus vom Hafenmeister. Da sind jetzt überall die Leute hier. Oh. Anseite, sehr schön. Seil mit Doppelernteknoten. Aha, aha. Ja. Oh, welcher Idiot war das? Warst du das? Vollpfosten. Durcheinander. Ich vermute, die Raufbolde vom Orden der Emporstrebenden draußen hatte etwas damit zu tun. Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Und nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ich meine, sowas würde ich mir nicht an die Wand hängen wollen, aber so eine Krabbe sieht schon ganz cool aus. Hafenmeister Arno, wie vereinbart ist hier eure Bezahlung für eure fortwährende Unterstützung und Verschwiegenheit? Es ist dringend erforderlich, dass ihr die offizielle Aufmerksamkeit von den Bergungsunternehmungen auf Hochinseln ablenkt, bis wir mit unserer Arbeit in den Untiefen fertig sind. Möglicherweise seid ihr versucht, euch eingehender mit unseren Angelegenheiten zu beschäftigen oder auszutesten, ob wir bereit sind, euch mehr für euer Schweigen zu bezahlen. Ich muss euch warnen, dass ich es verabscheue, vereinbarte Verträge im Nachhinein neu zu verhandeln. Haltet euch vom Loch fern und begnügt euch mit der stattlichen Summe, die wir euch bezahlt haben. Dann profitieren alle davon. Der emporstehende Markus. Ich will immer Magnus sagen. Der emporstrebende Magus hat den Hafenmeister bestochen, wie Kapitän Kalin es sagte. Ich wühlte Habseligkeit. Ein paar Tropfen getrocknetes Blut? Ein Handgemenge, aber kein Mord. Tomaten. Zack. Jemand, der gleich aufbrechen will, deckt sich keine Mahlzeit auf. Ich glaube, ich habe ein Bild davon, was geschehen ist. Unterhalten wir uns, meine Teure. Nichts gepackt, das Essen auf dem Tisch, Spuren eines Handgemenges. Wir können wohl sagen, dass Hafenmeister Arno feststellen musste, seine Freunde vom Orden der Emporstrebenden waren nicht ganz zufrieden mit ihrer Vereinbarung. Sie haben ihn offensichtlich verschleppt. Warum sollte der Orden der Emporstrebenden Hafenmeister Arno entführen, wenn er ihn doch schon bestochen hatte? Der Hafenmeister missachtete die Wünsche des emporstrebenden Magus. Kapitän Kalin sah, wie Arno am Loch noch einmal bezahlt wurde. Ich vermute, er wurde gierig. Und sobald er bewiesen hatte, dass er nicht bestochen bleiben würde, nun, da wurde er zu einer Belastung. Wo sollen wir jetzt hin? Der Orden der Emporstrebenden wirft auf Hochinsel mit viel Gold um sich. Wenn wir dem folgen, werden wir hinter all dem jemand Reiches mit großem Einfluss vor Ort finden. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich um einen Adligen von Hochinsel handelt. Vielleicht will er, dass der Krieg weitergeht. Warum sollte irgendjemand wollen, dass der Krieg weitergeht? Eine sehr gute Frage. Als Antwort kann ich nur sagen, folge dem Geld, weil Krieg ist profitabel für bestimmte Leute. Wegen des Profits natürlich. Danke. Das ist es am Ende immer. Fürst Baccaro sollte euch sagen können, welche Adligen etwas zu verlieren haben,
falls der Krieg endet. Reist zum Herrenhaus der Standhaften nordwestlich der Stadt. Ich lasse Jakan nach dem Hafenmeister suchen. Und dann trefft ihr euch dort. Meint ihr, dass noch jemand insgeheim mit dem Orden der Emporstrebenden zusammenarbeitet? Ziemlich sicher. Wie ich schon sagte, wir müssen vorsichtig sein, wem wir trauen. Es ist Anlass zur Sorge, doch es kann auch zu unserem Vorteil sein. Gold erkauft einem nur begrenzt lang Treue. Und ich vermute, unsere Gegner sind nicht so organisiert, wie sie erscheinen. Warum sagt ihr das? Wir wissen, dass ihr Eröffnungszug nicht so verlief wie geplant. Sie verhörten die Kapitäne, um die verschwundenen Allianzanführer zu finden. Jetzt haben sie den Hafenmeister entführt, der an seinem angestammten Platz sehr viel nützlicher für sie gewesen wäre. Sie vertrauen einander nicht. Meint ihr, Hafenmeister Arno weiß, wo die Allianzanführer sind? Ich bezweifle es. Hätte Hafenmeister Arno gewusst, wo die Allianzanführer sind, hätte er diese Information gern im Tausch gegen seine Freiheit an den emporstrebenden Magus verkauft. Wir wissen, dass er das nicht getan hat, denn der Orden sucht noch nach ihnen. Man würde doch meinen, eine Gruppe, die für sich beansprucht, den Krieg beenden zu wollen, würde wollen, dass die Friedensgespräche vorankommen. Ich vermute, was der Orden will, ist Macht, nicht Frieden. Wenn der Thron unbesetzt ist, sind die Aussichten darauf, Kaiser zu werden, plötzlich wesentlich besser. So ein Preis kann ein Adligen mit der richtigen Mischung aus Ehrgeiz, Gold und Vorstellungskraft schon verlocken. Und ihr meint, Fürst Baccaro kann uns die wahrscheinlichsten Verdächtigen nennen? Fürst Baccaro hat unermüdlich daran gearbeitet, die Friedensverhandlungen nach Hochinsel zu holen. Nicht jeder hielt das für eine gute Idee. Ich bin gespannt, wer sich ihm entgegenstellt und weshalb. Noch besser ist, dass er keinen Verdacht ohne guten Grund aussprechen würde. Wir können uns auf seine Diskretion verlassen. Nun gut, geht zum Herrenhaus der Standhaften. Das wäre genau wo? Andere Richtung. Ja. Da hinten, aber... Ah, hier oben auf der Karte. Warum die so verschoben ist, ich habe keine Ahnung. Da müssen wir hin. Dann mache ich mal kurz eine Markierung rein und werde jetzt hinreiten. Ja. Und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So. Ich will dir helfen, Fürstin Arabelle, doch ich mache mir Sorgen um die Sicherheit meines Gefolges. Meine Mitarbeiterin kann euch diesbezüglich vielleicht helfen, Fürst Baccaro. Fürstin Arabelle stellt Fragen über den Adel, während zwei meiner Dienstboten vermisst werden. Die Liga der Standhaften wird alles tun, was sie kann, um ihre Leute zu schützen. Die Fürstin hatte erwähnt, dass der Orden der Emporstrebenden beteiligt sein könnte. Meint ihr, dass das möglich ist? Wir wissen, dass der Orden der emporstrebenden Leute in ganz Hochinsel angegriffen hat. Ja, ich weiß, dass ihr und Fürstin Arabelle euch schon mit diesen Briganten herumgeschlagen habt. Sie behaupten, Ritter zu sein, doch sie haben keine Ehre. Werdet ihr tun, was Fürstin Arabelle vorgeschlagen hat und nach den Dienstboten suchen? Ich würde es als persönlichen Gefallen werten. Wohin waren eure Dienstboten unterwegs? Ich entsandte Grenier und Danis, um meine Lieferung beim Naviereanleger abzuholen. Doch sie hätten schon ewig zurück sein sollen. Sie waren auf der Straße im Süden unterwegs. Och, ich bete nur, dass ihnen kein Übel zugestoßen ist. Vorräte können wir entbehren, doch gute Leute sind unersetzlich. Ich suche nach euren vermissten Dienstboten. Oh, vielen Dank, meine Freundin. Ich werde mich mit Fürstin Arabelle besprechen, während wir auf eure Rückkehr warten. Ich werde ihr alles erzählen, was ich über den Adel von Hochinsel weiß, wenn sie wirklich meint, dass es helfen könnte. Ich wusste, dass ein Frieden schwer werden würde. Aber einen Krieg hatte ich nicht erwartet. Ja, gut. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Da unten ist auf jeden Fall... Ne, die scheinen alle an einem Platz zu sein. Ich habe jetzt gedacht, die sind jetzt irgendwo verstreut. Das aber anscheinend nicht. Habt ihr gehört, dass die große Fessel zerstört wurde? Ja, ich habe ganz viel gehört und die Fessel habe ich sogar selber zerstört. Insofern
sagen wir da mal nichts zu. Ich lege jetzt noch eben hier den Wegschrein frei und... Ja. Ja, ich denke mal nicht, dass ich das rausschneiden werde. Das sind ja nur ein paar Meter bis dahin. Beziehungsweise auch noch ein paar Meter weiter halt eben bis zum Zielort. Ich darf nur gerade nicht so viel reden eigentlich, weil ich weiß nicht, wie man es auf der Aufnahme hören kann, aber ich bin im Moment etwas heiser. Ich habe auch Halsschmerzen, aber nicht im Hals, sondern ja, im Mund-Rachen-Bereich, sag ich mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Moment. Müssen wir jetzt mit denen kämpfen oder müssen wir die jetzt... Achso, hier. Zweimal Stoff untersuchen. An den, der das hier findet. Hinterhalt. Ritter in unkenntlicher Tracht. Keine Hausabzeichen. Sie hatten auf uns gewartet. Wir versuchten zu kämpfen, aber es waren zu viele. Danice ist geflohen. Sie lief nach Süden, aber zwei dieser Mörder verfolgten sie. Der Rest plünderte unseren Wagen. Ich verstehe das nicht. Fürst Baccaro war überzeugt davon, dass die Straße nach Castel Naviera sicher ist. Ich halte nicht mehr lange durch, sagt meiner... Und dann bricht es ab. Folgt den Spuren. Welche Spuren? Das wäre jetzt Süden auf der Karte. Ah, okay. Das sind auch die Spuren. Kann man die sichtbar machen, wenn man... Ja, aber man sieht sie so auch. Ich denke mal, die sind irgendwo hier bei dem Auge in der Nähe, oder? Unglaublich. Das muss ich unbedingt Magister Irin schreiben. Ja, kannst du gerne machen. Geht's weiter? Am Strand entlang hätte ich vielleicht doch reiten sollen. Es wäre vielleicht doch schneller gegangen. Aber gut, Moment. Hier hören die Spuren auf. Da sind auch welche. Hey, kann man das? Ah, nee, das ist eine Koralle. Da ist einer. Der aber eine andere Quest Nun, ist. Ich sollte nicht einfach in das Zuhause anderer Leute spazieren, egal wie ungehobelt sie waren. So, aber hier ist ein Eingang, wo wir rein sollen. Ich musste mir nochmal eben das Portal schnappen. Okay. Durchsuch die Höhle unten rechts. Na gut, Funke, komm mit. Gibt was zu tun. Gucken, ob wir dann hier unten rechts bleiben. Oder danach wieder rausgehen. Oder. Die haben alle so eine große Angst vor mir gehabt. Die sind schon erzittert und gestorben. Ritter Richel, morgen in der Früh wird ein Wagen begleitet von zwei Dienstleuten der Liga der Standhaften vom Anleger von Castel Naviera zum Herrenhaus der Standhaften reisen. Nehmt eure Ritter und plant einen Hinterhalt entlang der Straße. Tötet die beiden Dienstleute, einen Mann namens Grenia und eine Frau namens Danice. Sie haben Dinge gesehen, die nicht für ihre Augen bestimmt waren und müssen sterben. Konfisziert die Fracht des Wagens für den Orgen. Die restliche Beute könnt ihr behalten, aber denkt daran, es geht um die Dienstleute, nicht um die Vorräte. Zwischen Castel Naviera und dem Herrenhaus der Standhaften gibt es mehrere gute Verstecke für eure Ritter. Ich bin mir sicher, ihr findet einen geeigneten Ort. Der emporstrebende Markus. Ich will schon wieder Markus sagen. Egal. Okay, wir müssen wieder komplett raus. Spricht mit dem Fürsten. Das heißt, wir müssen dann gleich wieder komplett zurück, nehme ich an. Funke, schaffst du das? Dann gehe ich nämlich schon mal raus. Ja, Funke, hast du super gemacht. Wir gehen wieder zurück. Das heißt, ich werde mich jetzt schnell dahin bewegen und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Ihr, kann ich einen Augenblick mit euch reden?
Nein, ich habe leider keine Zeit. Ich muss hier rein, genau. Ihr kehrt allein zurück? Ich vermute, dass es keine guten Nachrichten gibt. Genier und Anise waren nicht nur Dienstboten. Sie waren Freunde. Die Standhaften werden sie vermissen und ich ebenfalls. Bitte, sagt mir, was geschehen ist. Eure Dienstboten wurden getötet. Ich fand diese Befehle vom emporstrebenden Magus. Grenier und Anise halfen, das Bankett auf Castel Navira zu arrangieren. Sie sollten Vorräte beschaffen und hierher zurückkehren. Was könnten sie gesehen haben, dass sie ihre Leben kostete? Das Bankett soll nur unsere königlichen Gäste auf der Insel willkommen heißen. Grenier verfasste diese Nachricht, bevor er starb. Er versuchte, sich zu wehren. Der Orden der Emporstrebenden plündert die Vorräte der Standhaften und tötet unsere Dienstboten? Verflucht. Es war mutig von Grenier zu versuchen, sie zurückzudrängen. Doch töricht. Die Vorräte waren keine Leben wert. Wir vermuten, dass ein reicher Adliger den Orden des Emporstrebenden finanzieren könnte. Fürstin Arabelle hat mich über diesen Verdacht informiert. Ich zögere, jemanden zu beschuldigen. Doch vielleicht solltet ihr euch mir im Castel Navira anschließen. Alle Adligen von Hochinsel werden dort sein. Und falls meine Dienstboten etwas im Castel gesehen haben, könnt ihr vielleicht herausfinden, was es war. In Ordnung. Ich treffe euch am Castel Navire. Herzogin Elea vom Haus Dufour veranstaltet das Bankett. Sie hat entschieden, sich nicht beirren zu lassen und die Feier auszurichten, selbst wenn unsere Ehrengäste noch immer vermisst werden. Macht euch zum Innenhof des Castells Navire auf. Stellt euch vor, wenn ihr ankommt. Und geht diskret vor. Bitte. Warum sollte man das Bankett ohne die Ehrengäste abhalten? Herzogin Elea will Selbstbewusstsein zur Schau stellen, insbesondere angesichts der derzeitigen Lage. Gerüchte verbreiten sich im Archipel schnell. Die Leute müssen glauben, dass wir alles im Griff haben. Ich erwartete, Lösegold zu bezahlen und die Delegierten inzwischen wieder zurückzuhaben. Fürstin Arabelle erwähnte, dass einige der Adligen gegen die Friedensverhandlungen sind. Lächerlich. Niemand stellt sich dem Frieden entgegen. Es ist nur so, manche Adlige melden Zweifel an, ob dies der richtige Ort und die richtige Zeit sind. Herzogin Elea zum Beispiel. Sie will nicht, dass der Ärger vom Festland nach Hochinsel gebracht wird. Nicht ohne eine berechtigte Hoffnung, dass unsere Bemühungen Früchte tragen. Empfindet das sonst noch jemand so? Graf Leonard vom Haus Monar kommt in den Genuss saftiger Profite, weil er alle Seiten des Krieges beliefert. Er will sicher nicht, dass das plötzlich aufhört. Insbesondere in einer Art und Weise, die Elea und das Haus Dufour in ein gutes Licht stellt. Er verabscheut, dass sie entschieden hat, die Gespräche auszurichten. Es klingt, als wären Haus Dufour und Haus Monar Rivalen. Rivalen und Partner. Haus Monar gründete seinen Reichtum auf den Handel. Es verlässt sich auf Haus Dufour, um seine Waren zu verschiffen. Doch die beiden Familien ringen schon lange um die Vorherrschaft. Die Monars verabscheuen den Umstand, dass die Dufours Hochinsel regieren. Erzählt mir mehr über die Liga der Standhaften. Meine Familie glaubt seit jeher, dass Reichtum dazu dient, gute Taten voranzutreiben. Als die drei Allianzen in den Krieg zogen, traf ich die Entscheidung, alles Nötige zu tun, um dem gemeinen Volk zu helfen, das in den Nachgang der Gewalt gerät. Daher rief ich die Liga der Standhaften ins Leben. Was genau macht die Liga? Wir sind keine religiöse Organisation, doch wir sind durchaus von den Lehren Stendars inspiriert. Wir richten Heilzentren und andere Orte ein, um jenen Mitgefühl und Gnade zu bezeugen, die von diesem schrecklichen Krieg betroffen sind. Soldaten und Gemeine in gleichem Maß. Und das macht ihr hier auf Hochinsel? Wir sind eine kleine Gesellschaft, die vor allem am Rande der Schlachtfelder von Cyrodiil tätig ist. Ich habe einen Teil meines Anwesens auf Hochinsel zu einem Heilzentrum umgebaut. Wir bringen Schwerverwundete her, damit sie genesen können. Die Friedensverhandlungen ergaben sich ganz natürlich aus unseren anderen Bemühungen. Hm.
Ja, wir können sprechen mit Fürstin, genau. Wir können jetzt noch mit der Fürstin sprechen. Allerdings ist das wieder alles so ein bisschen ein neues Gebiet über, ja, wo wir jetzt gerade am, nicht am Forschen sind, am, na, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest mit der Fürstin, was sie uns noch zu sagen hat. Und die Sache mit dem Bankett, das, wo wir hin sollten, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.